Ein sanfter Klang ist die Belohnung für harte Arbeit. Gerald Marlow aus Clausthal-Zellerfeld baut seit mittlerweile 30 Jahren Bassgitarren. Ursprünglich war die Akustikgitarre sein Ding, doch das Schicksal wollte es anders. Hat sehr, sehr früh angefangen. Also ich habe mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen und bin dann in die Schulband gekommen und bin dann zum Bass übergesiedelt, weil kein Bassist da war und hatte aber kein Geld für ein Instrument. Und dann habe ich gedacht, gehst du zum Tischler, holst dir ein paar Bretter und dann baust du sowas. Kann ja so schwer nicht sein. Eine Arbeit, die sich auszahlt. Mittlerweile hat er mit seinen Gitarren schon unzählige Preise gewonnen. Aber auch ein Glücksfall für zahlreiche internationale Musikgrößen, denn die gehören inzwischen zu Marlows Stammkunden. Der Bassist von Justin Timberlake spielt ein Instrument von uns. Es gibt schon so den ein oder anderen Namen, die also wirklich auf internationalen Bühnen unterwegs sind. Aber ganz viele dieser Top-10-Player stehen natürlich in Verträgen mit anderen Firmen und da ist es uns dann nicht erlaubt, diese Namen zu nennen. Aber ganz, ganz viele spielen Instrumente von uns. Eigentlich ist er Kunsttischler und hat Möbel gebaut. Doch das ist schon lange her. Allein die Liebe zum Holz ist geblieben. Wenn ich einen Baum sehe, dann sehe ich da schon, was man vielleicht daraus bauen könnte. Da ich selber Bassist bin und jeden Tag mit schönen Instrumenten irgendwie zu tun habe, ist das einfach, das kann nicht besser sein. Gerald Marlow verkauft seine Elektrobässe made in Niedersachsen in die ganze Welt. Übrigens, selbst das Holz kommt hier aus dem Harz. In der Branche ein Alleinstellungsmerkmal, auf das der Familienvater ganz besonders stolz ist. Wir sind im Harz, das ist ja das Schöne, dass hier bei uns vor der Haustür so sensationelles Holz wächst. Also wir haben einmal die Fichte, die wir verwenden für ein Modell. Wir können hier Ahorn, Erle, Esche, also ganz viele verschiedene Holzarten benutzen und die sind alle wirklich klasse. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass es sich für unsere Zwecke gut eignet, weil wir nicht auf der Suche sind nach den kreisrunden, geraden 8-Meter-Stämmen, die für die Forstindustrie sinnvoll sind und eine hohe Qualität haben. Unsere Qualitäten liegen ganz woanders in Verwachsungen, spezielle, schöne Wurzelsachen. Das ist natürlich schwierig, kriegt man im Holzhandel nicht zu kaufen. Deswegen der Kontakt hier zu den Landesforsten. Rund 30 Bassgitarrenbauer gibt es in Deutschland. Manche produzieren 2000 Instrumente pro Monat. Bei Marlow sind es nur 150 im Jahr. Denn bei ihm ist jede Gitarre ein Unikat, bei der schon die Auswahl des Holzes entscheidend ist. Ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich auch meinen Mitarbeitern leider nicht weitergeben kann, das in die Hand zu nehmen, zu wissen, ich habe mit dem Kunden gesprochen, was möchte er haben. Und dann merke ich einfach, welcher Body eignet sich für dieses Modell in Verbindung verschiedener Hölzer, was eignet sich da am besten. Und das ist wirklich so ein Gefühl, was ich habe. Ich nehme das in die Hand und deswegen schiebe ich das zweimal raus und dreimal wieder rein und nehme noch einen anderen Body, um dann das Richtige zu finden für den Kunden. Bis so ein Bass dann fertig ist, kann dann auch schon mal eine Woche vergehen. Doch das Ergebnis ist ein ganz besonderer Sound, der seine Bässe ausmacht und der bei den Musikern stark nachgefragt ist. Ich glaube, man kann sowas auch nur bauen, wenn man dafür lebt. Und wenn man nicht die Stunden zählt, die man da reinsteckt, die nicht bezahlt werden, sondern das Ganze geht nur mit einer Passion. Das Ganze geht nur, wenn man da wirklich Freude dran hat, sowas zu bauen. Und dann wird es letztendlich auch gut. Und das merken auch die Musiker, die so ein Instrument spielen, die einfach sagen, da ist was drin, da hat sich jemand Gedanken gemacht und da hat jemand mit Herzblut und mit Sinn und Verstand was zusammengebaut. In der Musikszene ist der Clausthaler inzwischen Kult. Der Preis für seine Schätzchen dementsprechend. Knapp 13.000 Euro hat er erst kürzlich für eine seiner Gitarren bekommen. Man könnte meinen, er hätte schon alles erreicht, doch einen ganz besonderen Traum, den hat er dann doch noch. Es gibt noch eine Vision oder eine Sache, die ich sehr, sehr schön fände. Es gibt so drei wirklich, die drei der ganz großen Top-10-Bassisten, die mal im Trio als drei Bassisten vor 2-3 Jahren unterwegs gewesen sind und gespielt haben. Und alle von denen haben einen von unseren Sopranbässen, von diesen ganz kleinen. Und ich fände es natürlich ganz grandios, wenn die drei auf der Bühne stehen und alle drei mit ihren Sopranbässen spielen würden. Das wäre so ein Highlight für mich. Welche Stars er genau beliefert, das darf er leider nicht sagen. Doch eines ist klar, Marlow sorgt dafür, dass der Sound der Harzer Bäume weltweit zu hören ist.